Meine lieben Freunde, es gibt ein kleines Problem, was Pokémon Go angeht. Viele haben schon unter meinen Videos kommentiert, sehr viel diskutiert unter den Videos, auch auf Twitter ging eine große Welle rum. Sehr viele größere YouTuber haben auch geschrieben, dass es, worum geht es jetzt überhaupt? Bevor ich jetzt richtig reingehe, worum geht es? Es geht darum, dass wir hier Serverfehler bei Pokémon Go haben. Sehr viele Leute behaupten, dass es jetzt daran liegt, dass, dass die Leute außerhalb von Neuseeland, von Australien und von Japan halt Zugang zur App bekommen haben, dass es den Leuten von Niantic nicht gefällt und dass sie halt jetzt, die Server auf unseren, also dass unsere Server jetzt ausfallen und wir gebannt werden. Das ist die Spekulation, die sehr viele haben. Das mit dem Bannen ist meiner Meinung nach einfach nur Panikmache, weil hier werden bestimmt keine Accounts gebannt, schätze ich mal. Nur wegen sowas, glaube ich ganz bestimmt nicht, deswegen solltet ihr euch da etwas weniger Sorgen machen. Das mit dem Serverfehler, dass es halt daran liegt, dass unsere Server abgeschaltet werden könnten, das halte ich zwar für eher, aber ich glaube, es gibt eine andere Sache, die es vielleicht dazu gebracht hat, dass wir jetzt gerade einen Serverfehler haben seit gut 4-5 Stunden. Ich glaube einfach, dass es einen guten Grund hat, warum die ersten, Apps nur in Japan, in Neuseeland und in Australien rauskommen, damit man erstmal die Server vielleicht ein bisschen testen kann auf diese gewaltige Masse an, aktiven Spielern, weil ich glaube, dass wir hier schon sehr, sehr viele aktive Spieler heute hatten und dass es sein könnte, dass die Server einfach außer Kontrolle geraten sind und wir deswegen hier einen Serverfehler haben, dass sie einfach richtig krass überlastet sind, die Server. Ich zum Beispiel konnte vor einer halben Stunde noch zocken. Wir haben gerade 12:30 und ich komme von einer halben Stunde noch zocken, obwohl die Server seit 19 Uhr schon down sind. Ich habe eben Part 3 hier aufgenommen von einer halben Stunde. Ich konnte noch zocken. Dann habe ich mich neu eingeloggt und der Server, also ich kann nicht mehr auf den Server drauf. Also sind die Server auf jeden Fall noch online. Also das ist, meiner Meinung nach sind die auf jeden Fall noch online und das ist einfach nur ein kleiner Fehler, der jetzt gerade dort eintrifft. Weil halt so viel auf dem Server gespielt haben heute. Ich schätze mal, dass es dann spätestens morgen ein Fazit dazu geben wird oder es einfach komplett behoben ist und wir kein Fazit dazu bekommen und es einfach nur morgen nochmal weitergeht. Oder wie gesagt, sie äußern halt sich in einem Fazit auf Twitter, auf Facebook, sonst wo oder auf ihrer Internetseite, warum es hier jetzt ein Problem gab mit den Servern, warum sie jetzt bei uns gerade nicht gehen. Ich weiß gerade nicht, ob die in Australien, Neuseeland oder sonst wo gehen. Aber hier in Deutschland funktioniert der Server, wie wir gerade sehen, zum Beispiel nicht. Ich werde jetzt noch einmal ganz kurz versuchen, mich hier irgendwie einzuloggen und mal, aktuell zu sein bei dem Video und es auszuprobieren. Also bis gleich. So, bei mir lädt er jetzt die App und wir gucken mal, ob wir jetzt auf den Server draufkommen. Ich schätze mal nicht, weil, ich habe es gerade erst vor 20 Minuten das letzte Mal probiert. Deswegen schätze ich mal, dass es immer noch nicht wieder befixt sein wird. Aber hey, man kann es ja mal versuchen. Nein, der Serverfehler besteht immer noch. Ihr seht es, bei mir funktioniert es gerade leider auch nicht. Ich wollte eigentlich morgen nach Köln, um dort was aufzunehmen. Das wird wohl jetzt leider doch nicht funktionieren. Eigentlich schade, weil ich habe mich schon sehr, sehr drauf gefreut, morgen in Köln ein bisschen rumzucruisen und da ein bisschen Pokémon Go zu spielen. Wäre auf jeden Fall sehr interessant geworden, weil das Spiel macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich kann es echt nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren, wenn es mal wieder funktioniert. Und ja, es ist eine richtig coole App und es gefällt mir auf jeden Fall richtig. Ich unterstütze diese App gerne. Das ist eine coole App, auf jeden Fall. Viele sagen zwar, In-App-Käufe, Microtransactions, das ist viel zu teuer. Stimmt gar nicht. Ich habe so viele Pokebälle durch die ganzen Pokestops bekommen und ich konnte Pokestops einfach 4-5 Mal bis jetzt hintereinander schon machen. Ich habe einfach 2 Minuten gewartet, dann war der Pokestop wieder erhältlich. Das ist einfach krass, wie schnell man einfach Pokebälle so farmen kann. Und ich hatte zum Beispiel 20 Pokestops auf einmal in meiner City. Und habe jetzt schon über 150 Pokebälle jetzt, obwohl ich schon eine Menge verworfen habe schon. Einfach krass, also man kriegt da schon eine Menge Pokebälle rein. Ich habe auch sehr viele Tränke, ein paar Beleber und Rauch habe ich auch noch zugesteckt bekommen durch mein Level Up. Also man bekommt ja eigentlich relativ schnell viele Pokebälle und kann immer sehr viel fangen. So ist es auf jeden Fall nicht. Außer man hängt natürlich nur zu Hause rum oder ist in einem richtig krassen Kaff. Ich weiß ja nicht, wo es halt keine Pokestops gibt, aber mir gibt es sehr, sehr viele Pokestops, deswegen habe ich da kein Problem mit. Ihr könnt ja mal euer Zwischenfazit zu dem Spiel jetzt schon mal in die Kommentare reinschreiben. Wie findet ihr es bis jetzt? Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ich euch ein bisschen informiert habe, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao Leute, euer Solo.